Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Wie angekündigt, werde ich heute mit euch das letzte Fort einnehmen. Und auf dem Weg dorthin, ich dachte, so ein paar Sammelgegenstände können wir noch mitnehmen. Deswegen habe ich hier die Truhe schon markiert und bin quasi auch schon direkt da. Und ja. Ich freue mich ja langsam, dass das langsam so ein bisschen Vollständigkeit gewinnt alles. Und mit dem letzten Fort haben wir dann alles auf der Karte aufgedeckt. Und dann können wir quasi ohne Probleme zum großen Finale ranschippern. Weil ich denke, das dürfte bald kommen, wenn wir Torres am Observatorium treffen. Ja, weil so viel mehr kann er dann danach eigentlich auch nicht mehr kommen. Es gibt kaum mehr Templer, die wir noch töten können. Und von daher, lass mal gerade schauen. Und zwar ist hier unten, hier ist das Fort, da unten. Und die zwei Sachen hier liegen noch auf dem Weg. Ja, das geht jetzt relativ schnell dann, denke ich. Also, ich hoffe, das Fort macht nicht wieder irgendwelche Probleme. Juhu. So gehört sich, dass der Captain kommt an Bord und alle freuen sich. Nur schauen, dass wir hier um diese Inseln gekonnt herumsegeln. Wow. Das ist aber eine lange Sandbank. Oh, auf die Insel müssen wir nicht. Sondern auf die da hinten, genau. Wir haben auch noch nicht bei allen Orten alles eingesammelt und es fehlen auch noch ein paar Assassinenaufträge. Ups. Aber den mache ich dann zur Not hinterher noch. Also den Nebenquest lasse ich mir jetzt natürlich nicht nehmen, wenn es die schon gibt. Gehören ja auch zum Spiel noch dazu. So. Quasi zwei Inseln sind das. Die Truhe ist hier oben. Zum gewissen Grad ähneln sich diese Inseln ja auch alle frappierend. So. Und dann sind wir auch quasi schon fast da. Tschack. Und wieder aufs Schiff. Ja, das Hoch- und Runterspringen dauert eigentlich am meisten Zeit immer. Aber ist ja nicht schlimm. Wir machen das ja auch nicht, um Zeit zu sparen, sondern um quasi Zeit zu verschwenden. Das ist ja Entspannung, Hobby und so. Dann macht Platz für den Captain. So, Dela. Schauen wir mal, wo wir hier am besten vielleicht zwischen den beiden Inseln durchsegeln. Ja, da kommen wir jetzt schon langsam ins Sperrgebiet rein. So. Jetzt muss er dann da vorne hier drauf sein. Genau. So. Okay, da bin ich meilenweit von entfernt. Das hätte man besser machen können. Das war nämlich in die Anfangszeit, wo ich auf den ersten Insel gelandet bin. Da hat man es ja noch nicht so drauf, ne, wie man steuern muss. Das hätte ich echt besser machen können. So, dafür klappt es mit den Fragmenten ohne Probleme. So, jetzt aber. Genau. So. Und dann können wir auch hier schon direkt das Gibara einfach, okay? Also wird das Fort nicht so kompliziert sein.
Hoffe ich mal. Schwupp, schwupp, schwupp. Ja, tauchen wollte ich jetzt nicht. Aber diese Hinweise, die da rechts kommen, was man so machen kann, das ist auch irgendwie manchmal ganz schön schwachsinnig. So, jetzt schauen wir doch mal. Wir müssen jetzt erstmal um diese Insel herum. Oh, nee, nicht um die große da hinten auch noch, sondern nur um die. So, und jetzt dann. Schauen, dass wir nicht. Oh, oh. Ich glaube, da werden wir jetzt gleich wieder nochmal von einem Schiff attackiert werden. Kommen wir da noch raus aus dem Sichtkreis? Dafür wollte ich nämlich jetzt eigentlich keine Zeit investieren gerade. Na, das geht aber doch. Genau. Retten. Oh, und da gibt es nochmal eine Truhe. Ah, klar, die ist natürlich, die war jetzt noch nicht angezeigt. Von Steuerbord, da treibt Beute vorbei. Weil wir ja noch nicht das Fort eingenommen haben. Natürlich. Aber die Insel, die können wir natürlich auch noch mitnehmen, wenn wir schon da sind. So. Sind wir ein bisschen näher dran als vorhin, oder? Wirkt zumindest so. Genau. Mal hier rum. Schubdidum. Dass man noch ein bisschen Treibgut. Weil dieses Treibgut, da hätten sie echt ein bisschen mehr reinstecken können. Das bringt ja fast nichts. Guck mal. Drei Metall. Ja, von drei Metall kann ich mein Schiff aufrüsten. Klar. Ne? Also. So, mehr gibt es auf der Insel auch nicht. Wo ist denn mein Schiff da? Ja, nee, da hätten sie wirklich, also mal 10, so 30 Metall oder sowas, das wäre super gewesen. Da hätte es auch ordentlich was gebracht. Ich meine, ich habe mein Schiff, ich bin jetzt fast am Ende des Spiels und ich habe schon ein paar Nebenaktivitäten gemacht, so ist es nicht. Und mein Schiff ist aber immer noch nicht komplett aufgerüstet. Dass man diese Pläne finden muss, finde ich extrem cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Unterwassermissionen, das hat auf jeden Fall was. Und auch einen richtigen Anreiz, diese Unterwassermissionen zu machen. Kannst du jetzt bitte mal wieder ins Ruder gehen? Edward? Ja, heute spinnen wir mal wieder ein bisschen. Ja, jedenfalls, das finde ich super cool, aber dass das bei diesem Treibgut quasi nichts vorhanden ist. Oh, toll, Nebel, ja. Na, das ist natürlich herrlich, wenn wir jetzt nicht mal sehen, was wir da angreifen. Das heißt, ich sehe nicht mal, ob ich was treffe. Doch, das zeigen sie mir wenigstens an. Boah, Nebel ist ja ätzend, also. Mit der Shell nicht. Ah, jetzt sind wir mal nah genug dran. Na, wenigstens nur drei, das ist ja definitiv machbar. Okay. Ich glaube, das geht schnell. So, einmal wieder zurück. Und hier auf den Turm. Der Gegner bekommt Verstärkung, Sir. Ach, das ist ja nicht schlimm. Bisschen Verstärkung. Das macht es ja fast noch amüsant. So, noch einmal drauf. Sehr schön. So muss das laufen. Genau so. So, und jetzt einmal wenden. Müssen wir hier mal nah genug rankommen. Zack, schnell rein. Andocken.
Und wir schwingen uns rüber. Genau. Waffen habe ich. Müssen wir erstmal ins Fort rein. Ich wieder hier über den Schutt hoch. Hm? Na komm schon. So, ein Offizier. Das ist machbar, denke ich. Der ist da oben irgendwo. Zack. Ah, Tod kommt schnell. Schneller als ihr denkt. Oh, mit dem Nebel. Kimmel, ich hoffe, das hört auf, sobald wir das. Ah! Er schießt auf uns. So. Jetzt ist aber der gerade schon wieder verschwunden, so ein bisschen. Wo ist der jetzt hin? Da drüben. Na gut, dann springen wir mal. Wow. Okay, da hat er sich quasi selber erledigt. Super. Aua, wie komme ich jetzt? Kriegsraum? Wo ist denn der? Hier irgendwie oder was? Nee, noch weiter. Ja, sehr gut. So. Dann doch noch weiter oben oder was? Oh. Komm mal her. Da ist er doch. Tür öffnen. So, schauen wir doch mal. Im Kriegsraum. Ich dachte, da wäre noch eine Truhe oder sowas. Der greift den aber auch nicht an. Das ist doch voll ätzend, dass man den umbringen muss. Und wir können sogar noch bestehlen vorher. Also. Blöd. Und damit haben wir alle Pforte, ne? Wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ah, die Karte ist vollständig aufgedeckt. Super cool. Und guck mal, wie viel wir hier schon golden haben. Das wird auch noch mehr werden wahrscheinlich. Und hier gibt es auch noch einen Marineauftrag. Den machen wir dann auch gleich noch. Wenn wir schon mal da sind. Aber vorher gibt es ja im Fort mal wieder ein paar Sachen zu finden. Das geht jetzt auch ganz schnell. Jetzt können wir ja durch den Haupteingang rein. So, einmal eine Truhe da hinten. Erbeuten und dann einmal ein Fragment weiter oben. Hier rüber geht's aber doch. Komm. Mal auf den Sims. Ich habe vorhin mal wieder bei YouTube ein Video gesehen über Parkourläufer in Assassin's Creed Outfit. Das ist so cool. Ich werde da ja immer wirklich richtig, richtig neidisch. Also. Ich meine, hier so auf dem Controller rumdrücken und Edward durch die Gegend scheuchen, das kann ja quasi fast jeder. Aber so dieses Parkourlaufen, das ist halt schon echt richtig, richtig cool. Ach ja. Naja, gut. Man kann halt auch nicht alles können. So. Fum. Und jetzt direkt hier. Naja, gut, nee, nicht da. Gucken wir mal. Den Marineauftrag. Der ist wahrscheinlich auch nicht ends schwer. Da wird wieder geschossen da hinten. Seide auf dem Wasser. Wahrscheinlich wieder von. Milo van der Graaf, genau. Oh, seid gegrüßt, Freibeuter. Mich erreicht die Nachricht, dass eine höchst illegale Fracht gerade den Ozean überquert. Findet diese Fracht und sorgt dafür, dass sie auf sichere Art beseitigt wird. Ja, beseitigen wir doch mal. So, Kleidung erbeuten. Okay. Habe ich schon Kleidung erbeutet? Okay. Das ist wohl doch ein Auftrag ganz für den Anfang und ich habe schon genug Kleidung erbeutet, um die Mission zu beenden. Sehr schön. Damit ist das Fort natürlich auch komplett.
Jetzt sind wir ein wenig schneller, als ich das eigentlich gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber mit dem Hauptquest jetzt anzufangen, lohnt sich auch nicht. Da kann ich mich in 2 Minuten gleich wieder unterbrechen. Das ist halt nur die Frage. Ich würde sagen, wir machen einfach noch eine Unterwassermission, oder? Also, die Truhe liegt da auf dem Weg. Finde ich ja lustig, dass es mal schneller geht. Aber ich glaube, das ist das allererste Mal, seit ich dieses Spiel spiele, dass etwas schneller ging, als ich dachte. Aber so eine, keine Ahnung, viertelstündige Folge ist ja auch lame. Also deswegen gibt es jetzt einfach noch ein bisschen was extra quasi. Aber mit der Wassermission wollte ich sowieso früher oder später alle machen. Von daher passt das auch wieder. Ja, cool. Doch, muss ich selbst gerade echt lachen. Das ist. So, jetzt können wir mal Reisegeschwindigkeit machen. Hätten uns auch das Schmugglerversteck da hinten noch angucken können. Das ist allerdings richtig. Aber gut, ich denke, Unterwassermission ist auch cool. Dum, dum, dum. So, mal schauen. Nah genug dran. Nein! Falsche Taste. Falsche Taste. Ah. Das war mal so schön nah dran, um dann wieder wegzufahren. Das habe ich gut gemacht. So. Da hinten dann noch eine Droge. Da muss ich die nachher nicht alle so abklappern. Yippie-yay. So. Katsching. Wow, Truhen haben wir jetzt aber auch echt schon viele, gell? Da fehlen nur noch 11 Stück. Mal schauen, auf der Insel ist auch nichts weiter. Können wir direkt hier das hier schon mal markieren. Das Wrack der Atocha, keine Ahnung. Ja, cool, ne? Hoffe ich mal, das wird jetzt wahrscheinlich wieder nicht auf Anhieb funktionieren. Ich kenne das ja. Da werde ich jetzt vermutlich eine Stunde dran hocken und mich voll ärgern, dass ich doch noch was zusätzlich gemacht habe. Nee, ganz so ist es ja auch wieder nicht. Aber es würde mich jetzt wundern, wenn das jetzt genauso schnell geht wie mit dem Fort. Vielleicht habe ich heute einfach einen guten Lauf. Ah. Obwohl ich irgendwie gerade nicht richtig steuern kann, keine Ahnung. So. Jetzt noch ein Ertrinken dann, aber wir haben ja eigentlich schon genug an der Crew. Wir retten ihn trotzdem mal. Wir sind doch gute Menschen. Gute Menschen retten andere vom Ertrinken, so läuft das. Okay, hier liegt aber viel rum. Ist vielleicht gerade ein Schiff hops gegangen, hm? Rum 4? Nö. Nur Mist. So, können wir auch direkt hier beidrehen und gleich nochmal unter Wasser gehen. Die Unterwasserdinger finde ich auch extrem cool. Doch, machen jedes Mal wieder Spaß. So. Seht mal hier, da ist etwas in der Tiefe unter uns. Ja. Hoffentlich ist das dann auch wieder nicht so schwer, weil wir hier noch relativ am Anfang sind. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Boom. Na, nur Truhen und Animusfragmente. Aber Haie sehe ich, glaube ich, da hinten schon. So. Ah ja, gut. Alles recht dicht gelagert. Ist wahrscheinlich hier unten drunter dann. Hätte ich gar nicht markieren müssen, da wäre ich eh hingeschwommen. So, ah, da, warte mal. Truhe, 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 Truhe. So, haben wir schon mal die erste Beute, aber keinen. Oh, scheiße. Den habe ich sogar gesehen. Geh weg. Das war jetzt wieder dumm. Dumm von mir, weil eigentlich, wie gesagt, eigentlich habe ich ihn ja gesehen.
Oh, dem entkommen wir auch nicht. Denke ich mal. So. Jetzt müssen wir aber doch mal. Ich verliere ja sonst die Übersicht, wenn ich die Sachen nicht markiere. Vielleicht können wir jetzt hier auch nochmal gerade Luft schnappen. Na, na, na. Okay. Hat er uns schon erwischt gehabt? Das habe ich jetzt gar nicht richtig mitbekommen. Autsch. Nein, jetzt hat er uns erwischt. Okay. So, runter mit dir. Runter, Edward. So. So, auf der gleichen Tiefe irgendwie nochmal was geben. Ah. Geh weg. Guckt sich nur wo. Ich kann hier nochmal runter und reinschwimmen. Nee, das geht nicht. Oh. Ah, erstmal das Fass. Komm, erstmal das Fass. So, sehen uns die nicht mehr so gut und wir regenerieren uns auch ein bisschen. Und dann können wir hier in die Luke reinschwimmen. Jetzt müsste aber doch eigentlich hier irgendwo nochmal was zu finden sein, oder? Nicht? Ah, Seeegel. Da unten ist nochmal was zum Luft holen. Aber ich finde das schon ein bisschen schwer so. Mal gucken, markieren wir die Truhe doch mal. Die ist doch da oben, ne? Dann lieber hier nochmal. Einmal nochmal Luft schnappen. Und dann hier jetzt wieder hoch. In der Hoffnung, die sehen uns nicht so richtig. Ist ja doch eigentlich. Oh oh. Aua. Eigentlich doch hier irgendwo sein, oder? Oder nicht? Nee, irgendwie nicht. Ich möchte mal hier an den Seeigeln irgendwie vorbeikommt. Ja, da hinten. Das sieht doch gut aus. Ist zumindest hier nochmal eine. Aber. Da hinten ist, da ist die nächste. Okay, gut, 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 gut. Können wir hier nochmal auf der anderen Seite, kommen wir nicht mehr raus quasi. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. Und dann sollten wir auch relativ schnell mal nach Luft suchen. Aber nicht hier wieder rausfinde lebend. Segel nicht gut. Boah. Oh oh. Schwimm, Edward. Oh, fuck. Da vorne gibt's irgendwo Luft. Ja, da, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Komm, schwimm schneller. Schneller. Okay. Nein, nein, diesmal nicht. Diesmal habe ich es gesehen. So. Gut. Was fehlt uns denn jetzt noch? Ein Fragment und zwei Truhen. Schauen wir mal. So viele Luftfässer haben wir halt leider auch nicht mehr. Die sind jetzt wahrscheinlich ja oben drauf. Wow. Nee, da drinnen irgendwie. Fragt sich nur, wie wir da. Kommen wir so von der Seite nicht rein, glaube ich. Aber vielleicht ist es doch oben irgendwie drauf. Hier dann. Genau.
Aha. So. Sudele. Aua. Mann. Lasst mich doch in Frieden. Ich habe euch nichts getan und schmecken tue ich auch nicht gut. Jetzt mal hier weiter. Das ist ganz da oben. Und da wird uns garantiert gleich nochmal der Heider angreifen. So, und jetzt noch einmal wieder ganz runter. Also fast ganz runter. Schauen wir mal. Die Truhe markiere ich jetzt auch nochmal. Sorry Leute, dass ich da immer markiere, aber spielt's mal selber. Das ist echt ätzend. Ne? So mit den Höhen und Tiefen und Genau, hier müsste es jetzt irgendwo unterhalb vom Deck sein. Toll. Super. So. Da rein. Schwimm doch da rein, sonst kommst du nicht mehr lebend raus. Genau. Und Katsching. Komm. Sehr schön. Jetzt haben wir leider auch nichts mehr zum Luft holen. Jetzt müssen wir hier direkt. Aber direkt wieder zurück. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht fünfmal angegriffen werden, sondern ohne Probleme da durchschwimmen können. Sonst haben wir nämlich nicht mehr genug Luft vielleicht. Okay, da sehen uns jetzt schon zwei. Ja, der eine hat uns schon wieder ein bisschen verloren. So, direkt rein. Komm, rein. Haha. Sehr schön. So, damit haben wir einen neuen Plan für unser Schiff und das Fort erledigt und beides sogar komplett. Und ja, nächste Runde, ich glaube, da geht's dann zum Showdown, zum Endkampf gegen Taurus. Also, ich habe es ja jetzt letztes Mal schon angekündigt gehabt, aber ja, wurde ja nichts draus, weil wir ja hinter das Licht geführt wurden. Aber ich glaube, nächstes Mal führt kein Weg dran vorbei. Tja, da geht's hier runter zum Observatorium, ne? Ist das cool. Ja, vielleicht, oh, hier gibt's auch noch irgendwas, was wir noch nicht gemacht haben. Ja, da könnten wir vielleicht einfach noch nächstes Mal nochmal, vielleicht vorher noch so ein... Na, ich guck mir den mal an und vielleicht machen wir dann nochmal den, diesen einen kleinen Marineauftrag und wenn nicht, dann geht's direkt hier weiter. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ob ihr dann auch nochmal dabei seid und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao!